Wenn man zuerst an Indien denkt, denkt man natürlich an viel Armut und große Kontraste. Exotik, viele Gewürze. An bunte Farben. An viele Menschen, viel Kultur. Die vielen verschiedenen Sprachen, die vielen verschiedenen Religionen. Curry, ja. Dazu fehlt mir ein Literatur aus Indien. Eine etwas andere Sicht auf die Welt. Die vielen verschiedenen Götter, einfach multikulturell. Indisches Essen vermutlich. Die Megastädte natürlich. Towns und Filme vom Bollywood. Hinduismus. Es ist schon ein sehr interessantes Land, doch. Ein Land im Umbruch, ja. Das TIM ist eine neue Einrichtung in Deutschland, eine der wenigen Einrichtungen, die sich in Gänze mit Indien beschäftigen, und zwar mit dem modernen Indien. Das unterscheidet das TIM auch von anderen Einrichtungen in Deutschland, die bereits bestehen. Es ist insofern anders als die traditionellen Indologien, da das TIM besonders einen Schwerpunkt auf die Sozialwissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften legt und in dieser Hinsicht wirklich eben einzigartig in Deutschland ist. Zum einen ist es natürlich sehr interessant, als Lehrender hier mitzuwirken und das TIM mit aufzubauen. Zum anderen ist es gerade die Ausrichtung des TIM, die da besonders relevant ist für mich, da das auch meinem Thema sehr stark entspricht. Ich bin von meiner Ausbildung her Politikwissenschaftler und arbeite jetzt hier allerdings wieder als Historiker für die indische Zeitgeschichte. Besonders herausragend für mich ist einfach, dass sie sehr offen politische Mechanismen erforschen können, die so in Europa eigentlich nicht mehr stattfinden oder in kaschierter Form stattfinden. Und in Indien kann man wirklich zur Essenz der Politik zurückgehen, um dies zu untersuchen. Also das Besondere ist natürlich, dass wir es hier mit einem jungen und engagierten Team zu tun haben und eine sehr gute Atmosphäre haben zur Forschung. Und natürlich auch, dass wir einfach verschiedene Fachbereiche hier haben, die verschiedene Aspekte des modernen Indiens untersuchen, die man dann in die eigene Forschung mit einfließen lassen kann. Das Besondere an diesem Studiengang ist, dass es zukunftsorientiert ist. Also, dass es sich mit der Moderne beschäftigt. Und wenn man an internationalen Geschehen interessiert ist und an anderen Ländern und Kulturen, würde ich einem das unbedingt raten. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre. Ich finde meine Kommilitonen auch total nett. Die Professoren sind auch ganz nett. Die offen sind, die Zeit für einen haben, wenn man Fragen hat. Ich finde es auch interessant, dass es ein Gemisch ist aus deutschen Professoren. Und natürlich sind auch ein paar indische dabei. Und so ist diese ganze Atmosphäre eigentlich total toll. Ja. Also der Studiengang kooperiert ja mit der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, mit der sozialwissenschaftlichen Fakultät, mit den Politikwissenschaften und mit der Indologie, und aus all diesen Bereichen kann man sich Module oder Kurse raussuchen, die passen zu dem, was ich machen möchte, und daher ist man sehr frei in der Wahl, wie man seinen Studiengang dann eben kreieren möchte. Meinen Schwerpunkt, denke ich, lege ich auf die Politikwissenschaften, weil mich das persönlich schon auch in der Abiturzeit sehr interessiert hat und weil ich die Entwicklungszusammenarbeit gehen möchte, und ich denke, daher ist es schon sehr wichtig, dass man wissen muss, wie ein Land funktioniert. Ich wollte jetzt ein Auslandspraktikum machen. Wir haben ja eine Partneruniversität in Pune und in Delhi. Ich persönlich wollte ganz gerne nach Pune, weil mir der Süden von Indien etwas besser gefällt, auch klimatisch und von den Menschen her. Wollte ich dann meine Hindi-Kenntnisse aufbessern, die ich in der Indologie ja auch jetzt lerne. Überraschenderweise ist es auch sehr einfach zu lernen, was ich nicht gedacht hätte. Ja. Wir empfehlen schon unseren BE-Studierenden, selbst Erfahrungen mit Indien zu machen, Praktika in Indien zu machen, sich mit indischen Sprachen zu beschäftigen, Sprachkurse auch in Indien zu absolvieren. In unserem ME-Programm gehen wir einen Schritt weiter. Dort wollen wir, dass alle unsere Studierenden wenigstens einen Teil ihres Studiums, ein Semester von vieren, an einer indischen Universität verbringen. Und zu diesem Zweck schließen wir ganz konkrete Vereinbarungen mit verschiedenen Universitäten, die führend in Indien sind. Indien ist ein forschungsstarkes Land, nicht nur im Bereich von Informationstechnologie und Naturwissenschaften, sondern auch im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften. Da gibt es sehr, sehr viel für uns zu lernen. Da gibt es ganz ausgezeichnete Universitäten.
Ein Thema, was viele von unseren Studierenden, Doktoranden interessiert und in dem wir auch gut zusammenarbeiten können mit dem Max-Planck-Institut für ethnische und religiöse Diversität in Göttingen, ist die Frage der städtischen Entwicklung. Indien ist der am wenigsten verstädterte Erdteil der Welt, hat zugleich aber eine ganze Reihe der allergrößten Städte, die auf der Welt zu finden sind. Also 3 der 15 größten Städte der Welt finden sich alleine in Indien. Also diese extremen Ungleichgewichte müssen wir versuchen zu verstehen. Dazu wollen wir mit dem CEMES beitragen. Thank you.